Moin, moin, Freunde der souligen Wohlfühlatmosphäre. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV. Lords of the Fallen soll Mods bekommen haben. Ja, da motze ich doch nicht rum. Leute, unfassbar. Für PS5 gibt's Mods. Für die PS5, ich rede nicht vom PC. Stellt euch das mal vor. Da muss man Hexworks wirklich ein Riesenlob aussprechen. Alles, was sie am Anfang verkackt haben, ich glaube 30 Patches gibt's schon. Minimum, ich bin da nicht mehr so in der Materie drin. Wobei, ich habe vor kurzem noch ein Early-OP-Video gedreht, aber dafür eine mega lange Pause gemacht. Also ein bisschen bin ich drin zum Glück. Und die Mods sollen das Spiel noch um einiges schwerer machen. Ich wage heute mal, alle Mods, die das Spiel schwerer machen, einzustellen und laufen zu lassen. Master of Fate soll das heißen. Das hier bei Einstellungen mit den Mods. Das wie gehabt, auch. Spielersteuerung, Credits. Hier scheinbar nicht. Bin gar nicht in dieser Mod-Materie drin. Vielleicht vor der Charakterauswahl, danach? Wahnsinn. Ihr sollt zumindest einen Modus einstellen können. Da startet ihr ganz am Anfang nach dem Tod. Krass. Das ist John Krasky. Deshalb Kriegswolf, immer mal her damit. Oh, die Melodie von 2014, etwas Alarm, toll. Ich heiße L. Da ist es, Freunde der spielenden Zunft. Bisschen laut, ne, oder? So ist besser. Ja, so ist besser. Iron Man. Ja, das ist auch eine... Ist jemand von euch schon mal Iron Man gelaufen? Ich. Und zwar jetzt. Das ist krass, die drei Disziplinen in Wirklichkeit in Iron Man. Davon mal abgesehen. Ja, wie gesagt, stellen wir ein. Vorab aufgewertete Beute. Nein, das macht es ja leichter. Zufällige Beute macht es weder leichter noch schwerer. Das nehmen wir nochmal rein. Da spielt halt der Zufall in deine Karten oder auch nicht. Zufällige Feinde, immer mal her damit. Beeinträchtigt nicht Bossgegner. Schade, das gibt's ja auf Mods. Zu Dark Souls auf PC zur Genüge. Die Welt enthält deutlich mehr Feinde, rauf da. Geschwächte Heilung, rauf da. Kein Überrestezerfall. Doch, wir wollen das maximale Erlebnis. Habe ich irgendwas übersehen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Weiter runter geht's nicht. Ich glaube, wir können loslegen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Sneef, Sneef. Mein Ausdauerregenerationsring wird wahrscheinlich nicht da sein. Wie gering ist die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass er da ist, wo er immer war, wo er hing? Bei den ganzen Items, die es gibt, müssen wir mal ausrechnen. No. Krass, da bin ich. Normalerweise würde ich mich nackig machen, aber nicht in diesem Seek and Destroy Mode. Oh. Okay. Kennen wir, ja, es war mir lange her. Ich habe es einmal auch nur durchgespielt, das Spiel. Mit dem. Ja, mäßigen Ending, würde ich mal sagen. Oh. Zufällig Gegner. Das heißt, zufällig können die auch an anderer Stelle sein. Es können ja auch zufällig mehr sein. Bin ich ein bisschen vorsichtig. Oha, zwei gleich von der Sorte. Gut, da haben wir Normalos normalerweise. Item, mal schauen, was wir kriegen. Wow. Die helle Bade des Aufsehers. Was braucht die an Stärke? Er braucht Agilität 15. Okay. Das ist ja mal ein guter Drop. Ah.
Mann, bin ich eine Schlaftablette, ey. Okay, noch überlebt. Soll ich mich doch vielleicht nackig machen? Alles klar, mit der Heilung, die muss ich mir jetzt erarbeiten. Okay. Auch nicht alles verbraten von denen. Das kann ich ja nicht machen. Die Gegner machen ja nicht mehr Schaden. Ich will einfach beweglich sein. So. Noch lebe ich vorne der spielenden Zunft. Was schimmert da oben rechts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Oh, das ist zu dunkel. So, Item. Oh, das ist doch gar nicht. So. Ich hab dir gerade nicht gut gesehen. Das war jetzt kein guter Drop. Alles klar, hier ist sie. Okay. Was ist das für einer? Ach, die sind das. Ich erinnere mich, ich bin vergiftet, ne? Ach, du grüne Neune. Ach, du grüne Neune. Das sind die aus den Sümpfen, oder nicht? Ich muss dann sehen, dass ich bald... Das gilt dann auch für Bossgegner. Ist da einer gewesen? Ich höre irgendwas. Nee, alles klar. Ich höre Umbra. Boah, ist das unheimlich. Cool. Silberner Held. Das habe ich nie gemacht, Leute. Diesen komischen Ring, da könnt ihr auch irgendwie was. Das lassen wir erstmal. Ist da hinten noch irgendwas? Da steht auch einer. Boah, keine Lebensenergie mehr. Spätestens beim Lichtschnitter gehe ich drauf. Da ist noch einer. Hab die mal schön eingeklemmt. Genau so. So will ich dich. Wieder Lebensenergie abgezapft bekommen. Stimmt. Stimmt. Das passiert hier ja auch. Oh ne, den lassen wir erstmal. Wobei. Wie ging hier nochmal eine Sturzattacke? Ich glaube. Gut. Das ist gut. Sollte vielleicht. Ne, die brauchen wir. Ein paar Wurfgeschosse haben. Nee, habe ich gar nicht mehr. Alle weg? Echt zu wenige am Anfang? Ah, oh, es kommt ja gleich wieder, stimmt. Ah. Und noch was? Oh, ist das unheimlich, Freunde der spielenden Zunft. Das ist mal richtig hardcore, ey. Aber Level darf man machen, oder muss ich auf dem... Nee, Level darf ich machen, okay. Ist noch einer von denen? Hinter mir ist keiner. Noch einer, noch einer. Oha, das muss jetzt schnell gehen. Und nicht zum Schmeißen. Sind denn die heiligen Essenzen denn auch da drin? Wobei es sind keine Items. Ich glaube, die sind fest. Ja. Ah, können wir unten am Schlag beide auf einmal treffen? Nee, das reicht leider nicht. Machen wir uns den mal vor. Yes.
Okay. Please, please. Verbesserte heilige Granate. Oh, tatsächlich, das zählt auch als Item. Insane, insane, ey. Stimmt, ich bin ja gerade in dieser Totenwelt, oder nicht? Ey! Von den Dudes gibt es natürlich auch mehr. Das Auge kann ja auch hier voll werden. Da wollen wir mal schneller laufen. Stimmt, hier kannst du auch von diesem, wie heißt er noch, Reaper oder so. Geholt werden. Heilige Granaten, ja, keine Ahnung. Oha, hier steht immer einer. Wer ist das diesmal? Okay. Zerschlagung, Widerstand, Beisam, lassen wir stecken. Das heißt jetzt konkret, ich kann jetzt hier nicht speichern, oder was? Nee. Krass. Ha! Ha, ha! Wie soll ich denn den Lichtschnitter machen ohne Heilung? Achso, warte mal, das ist ja nicht unbedingt die Karte. Warte mal. Doch, die ist es. Okay. Hätte auch anders sein können. Den Dude werde ich noch schaffen, und dann ist wohl erstmal Schluss. Okay, Lichtschnitter. Ewig nicht mehr gegen dich gekämpft. Ein Rocker hier in die Totenwelt gehen. Nee, ich bin noch in der lebenden Welt, ne? Oder? Warte mal. Egal. Egal, schauen wir uns den mal an. Wie war das noch? Hier muss ich mich zur Seite rollen, ne? Okay. Wann kam er? Aber ich sprang zurück irgendwie, ne? Oh, wie war das noch? Wo bist du? Oh. Okay. Was war irgendwann? Da ist er. Wieder mal nach oben rein. Oh, mein Geisterschlag bei ihm. Okay. Disappointing. Oha, lang ist es her, dass ich das Moveset mal konnte. Okay, ja, ja. Alles klar. Aber ich hoffe, der bleibt jetzt weg, weil sonst kannst du den Modus ja gar nicht spielen, ohne ihn zu besiegen. Da gehe ich mal voll aus, Freunde der Spiele. Da rushen wir hin. What? Sind die kritisch? Die sind ja kritisch.
Bis auf. Das Ding ist nach wie vor, ja. Inaktiv. Wo ist jetzt mein... Oh, da. Ja, genau. Boah, war das nochmal? Ist das der... Was ist das nochmal für ein Dude? Ach du Scheiße. Ach so, ja, ja, den gibt's auch ziemlich am Anfang. Das ist der, der bei der luftigen Plattform steht, wo man rechts raufspringen muss. Und links da richtig gut getarnt ist. Der hat mich auch schon mal weggelutscht, da wusste ich das nicht. Dass man aus dem die Seele rausziehen muss. Oh, das ist der Feuerfuzzi. Ach, du grüne Neune. Ah, der ist das. Ach, du grüne Neune. Das machen wir mal anders. Nee, oder auch nicht unbedingt. Lass uns mal überlegen, wie machen wir das jetzt? Bei dem. Jetzt wisst ihr es nicht. Also jetzt irgendwie kriegt er seine komische Blase, muss ich da treffen, ne? Also was überleben ist alles. Nein! Nein, nein, nein! Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die wegkriege. Wo ist denn sein... Sein... Genau, die sind ja noch... Genau, die sind ja dann immer noch... Von so einem Wirt befallen. Wieso war der denn nicht da? Ach, du grüne Neune. Law, the latest... Ich habe gerade keine Zeit. Wie für den anderen. Komm nicht mal zu Peter. Das wäre noch ein Hammer, wenn die Bosse irgendwann auch mal zufallsgeneriert werden. Ah, die ist auch mal ein Boss gewesen. Die Trolle ist das. Alter Schwede, ich denke die Bosse... Ah gut, gut, ja stimmt. Jeder Boss ist ja sozusagen... Oh, warte mal. Kommt ja denn auch in die offene Welt nach jedem Boss, falls stimmt. Oh, Schmiedematerialien. Aber wie ist das hier wieder zu? Hä? Sie alles wieder machen? Ist das dein Ernst? Wieso das denn? Krass. Ah, stimmt ja. Oha, oha, oha. Das ging ja nicht, stimmt. Ja, aber Peter war ja nicht in der offenen Welt, stimmt danach. Peter ist, glaube ich, die einzige, die danach nicht recycelt wird, oder? Nee, kann sie auch nicht, stimmt. Die hilft einem ja ab dann auch, genau. Okay. Was ist das da für einer? Ja, komm, den haben wir noch mit. Kommst du noch was? Das muss mir auch wohl stimmt.
Ja, man verliert ja auch seine Items. Alles klar. Oh, das ist gar nicht schlecht, das Schwert, wenn ich mich recht entsinne. Das liegt da, wenn man Peter sozusagen umgeht. Es gab so einen Peter-Skip. Wenn man da seitlich über die Mauern springt und dann rechts vom Peter quasi reinspringt. Rechts an die, an den Hub. Da gab es, glaube ich, das Schwert. Heißt das jetzt? Heißt das, dass ich den Lichtschilder nochmal machen muss? Ich hoffe nicht. Ja, ich habe auch meine Rüstung verloren. Ist klar, die habe ich ausgezogen. Clever. Ja, okay. Da geht's runter. Komm schon, das kann was anderes sein. Außer der Karte. Na. Na. Das ist. Ja, gut, es ist nur dort zufallsgeneriert, wo. Es Sinn macht. Heiliges Bollwerk. Das hat keinen Wert gegen den jetzt. Hey. Oder hätte ich in dem Modus bleiben müssen? Nee, dann komme ich sowieso in die anderen und muss trotzdem weiterkämpfen. Also das gibt er mir dann quasi, dass das gleich frei ist. Du musst nur von Anfang an jetzt dahin laufen, ne? Ja, schon klar, auf dich habe ich jetzt richtig Bock hier. Eigentlich schon, aber nicht mit einem Parasiten, das habe ich eben nicht kapiert. Gut. Aber ansonsten kann ich mich dumm und durstig knüppeln bei den Leuten. Ja, stimmt. Ich musste, glaube ich, dann in Umbral den zu finden, um meine Fäden irgendwie. Ja, klar, er ist wieder da. Das bringt mir nichts, ne? Du musst ihn irgendwie. Da ist er. Alles klar. Ja. Der ist auch schwer der andere. Wo bist du? Ist das nicht weg, wenn man draufgehalten hat? Wieso kriege ich den nicht weg, den Parasiten? Das verstehe ich nicht. Die knipst man noch weg oder nicht? Wir kriegen auch so weg. Mehr bricht nicht zusammen. Mist. Das ist natürlich ätzend. Ich weiß gerade nicht, wie ich die Parasiten wegkriege. Ich würde schwören, die muss doch einfach nur anstrahlen, oder nicht? Da haben die. Meine Güte. Jetzt gehe ich in die Totenwelt. Dann komme ich ran, oder was? Kriegt die nicht weg, die Parasiten? Okay. Thank you.
Jetzt. Okay. Noch einer? Soll ich das nicht aufnehmen? Okay. Wir zittern uns voran. Ein bisschen beeilen muss ich mich ja auch. Ja genau, die Parasiten kannst du, glaube ich, nur an Umbral zerstören. Ich muss auch mehr Gegner. Da rushen wir durch, das ist nicht das Problem. Der Ring wird sicherlich nicht hier drin sein. Nee. Schade. Okay, Klamotten. Nee, lass uns erstmal zum Leuchtfeuer kommen. Damit ist schon einiges gewonnen. Feuerschutz. Kriegt mir bei ihr nichts. Okay, das ist viel gehabt. Das ist schon mal gut. Alter Schwede. Ja, bei Peter macht das, glaube ich, jetzt nicht so großen Unterschied. Muss ich eh treffen. Also, das wird dadurch jetzt nicht viel schwerer. Ich muss sie natürlich dann treffen, um ihr Lebensenergie wieder zu holen, aber so, haben wir hier ein bisschen Platz gemacht? Nee. Wieder voll Lebensenergie. Peter, du bist eine Ratte! Okay, ich lebe aber noch. Brich zusammen! Ah, jetzt gehen wir mal hoch.
Da war ja sonst irgendwie so ein Zauber oder sowas, ne, in der Kiste. Mal gucken, was da jetzt drin ist. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, ich kann nur eine Stunde über die PS5 aufnehmen. Anhänger der Verkümmerung. Boah, keine Ahnung. Ich gehe erstmal schnell raus vorbei. Ich habe ein bisschen Zeit. Nee, die kommen ja auch hier hin. Stimmt, hier können wir die Welt ändern. Raus aus Umbral. Und gucken wir uns gleich mal den Anhänger der Verkündung an. Und dann. Okay, das ist wieder da. Das war letztes Mal weg. Da war komplett Zwischensequenz weg bei mir. Ach, habe ich schon angekündigt, erzählt? Ich habe ein Early-OP-Video in einer halben Stunde. Da rush ich durch und hole eine tolle Waffe und die Werte dafür, Schmiedematerialien und was noch? Ja, ein paar heilige Essenzen und so weiter. Aber wir schauen uns erstmal diesen Anhänger der... Was ist denn nicht hier drin? Hier kommen die Ringe hin. Anhänger doch auch. Achso, die kamen da hin. Ein Anhänger mit einem seltsamen Beutel. Unter seiner Oberfläche zeichnen sich schwach verzerrte Gesichter ab. Was bringt der immer? Ja, soll ich falsch machen? Wiederherstellung von geschwächter Gesundheit durch Schadenszufügung wird verringert. Okay, da weiß ich nicht. And to think when all to deliver my forgiveness, I'm pit soaked, weather contained within. Should you bring them to me? The beacon and a dear fellow show. Our holy work continues, Lampbearer. Genau. Ach, hab ich ja gar nicht. Stimmt, ich bin voll in dem anderen Modus noch drin. Die war ja gar nicht da. Aber hier dürfen wir ran. Das ist gut. Das ist gut, Freunde der spielenden Zunft. Ich brauche hier, vor allen Dingen brauche ich in dem Modus auch Leben. Leben, Leben, Leben. Vitalität. Was geht? Ja, ist schon Hardcore. Ist echt schon Hardcore. Das Spiel selbst ist ja nicht so schwer. Aber das ist schon krass jetzt. Aber der bringt mir nicht so viel, oder? Dass ja auf Kosten von Schwächungsschaden gewirkt werden. Also den Schaden, den ich unter Schwächung ausübe. Das heißt, mein Wiedergewinnungspool, oder nicht? Die Wiederherstellung von geschwächter Gesundheit wird verringert. Also ist das nicht unbedingt für mich gut. Noch nicht. Später vielleicht schon in Kombination mit anderen, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, weiter geht's. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie lange wir noch haben. Wie lange die Aufnahme schon läuft. Ah, da oben steht's. 34 Minuten. Bisschen habe ich noch. Das ist gut. Das ist ja ganz, ganz cool. Meine Stimme klingt zwar jetzt nicht so gut durch das PS5-Mikro. Aber vielleicht bleibe ich auch dabei. An sich ist die Aufnahmequalität ja echt gut, die Sony da zur Verfügung stellt. Doch ich mir einfach noch ein anständiges Mikro. Und meine frisch neu bestellte Capture Card ist dann für den Retro-Bereich bestimmt. Gut. Ja, mit dem Typ brauchen wir nicht sprechen. Wollen noch mal hier ein bisschen gucken, was sich verändert hat. Hier war immer eine Pike. Nice. Hatte ich auch noch. Feuer hatte ich verbraten, ne? Ja, alles klar, aber gut. Gut für den nächsten Endboss. Ja, den lassen wir erstmal in Dude. Oha. Na, kann eine Sturzattacke überleben? Nee. Ah, wir können hier runtertreten. Das geht aber jedem, ne? Hab ich gesehen. Der ist zu klug.
Da ist nach wie vor noch einer versteckt drin, ne? Warte, kann ich die runterwerfen? Er sollte mal in Abgrund selber. Okay, willst du nicht. Ich muss schnell weg. Ich weiß nämlich nicht, wie meine Feuerresistenz ist. Den Char. Nun habe ich allerdings auch 3 auf Lebensenergie, Vitalität mehr. Okay, Karte des Pilgersitzes. Sag ich aber auch mal, einer versteckt drin, oder? Was? Die kann man nicht runterkicken? Oder doch? Unfreiwillige Komik. Gut. Patch! Ich mag da jetzt, Lenny, komm her, Kader, ich mag da jetzt nicht hingehen. Aber nicht, dass er mir gleich in den Rücken. Eigentlich ist er harmlos. Eigentlich ist das ein Screenshot wert. Fall mir nicht in den Rücken. Das wird mich nicht entzücken. Giftsalze. Hölzernes Kreuz. Okay. Der Trockenschlummer ist weg. Uns eher noch einen Boss angucken, oder? Ja, hinter mir schlägt's ein. Oha! Gehen die auch nicht mehr? Oh, schnell weg hier, ich bin gleich wieder tot. Oh, die ist auch noch da, die Zauberin. Ja, schnell. Aber ich glaube, hier kann sie wirklich wegholen, ne? Auf der Leiter? Auf der Mauer, auf der Lauer? Hier war der Eimer und das Rüstungsset davon. Das ist geblieben. Okay, ja, war glaube ich eine Quest drin. Habe ich aber nie gemacht. Ja, sollte man nur mit dem Eimer kämpfen. Ja, normalerweise würde ich jetzt hier auf den anderen Dings springen, hier runter und dann gegen sie kämpfen. Aber, wobei doch, das macht vielleicht Sinn, weil ich sie versuche eh auszutricksen und dann Lebensenergie zurückholen. Okay, Freunde. Oder? Ja, komm. Los geht's. So. So, die Gegeißelte. Keine Heilung, das wird ein harter Tobak. Auf den anderen kommen auch mehr, ne? Ab, ihr anderen, ihr stört mich. Mach auf. Okay. Sie ist gehabt. Eine Lutschpastille. Aber ich habe keine. Das muss ja noch in die andere Welt, ne? Stimmt. Naja, nicht unbedingt. Da ist er jetzt nicht unbedingt. Ich mach's trotzdem. So wie es tut. Ist ja nicht unbedingt eine heilige Essenz jetzt drin.
Anhänger der Blutsonne. Ist auch keine Zeit, da lang zu gucken. Oh nein! Ich hab's befürchtet, der ist zu klein. Das Spiel. Komm runter. Wo bist du? Eine Sturzattacke machen. Wo bist du? Ist das schon unten? Nee. Komm! Ich kann mich auch jetzt nicht heilen, ne? Oh, ist das übler Modus. Ich muss da irgendwie so durch. Verdammt, ich lebe. Ich kann mir gar nichts mehr zurückholen. Oh mein Gott. Hier werde ich nicht getroffen. Außer, es ist ein anderes da platziert. Ach du Scheiße. Was ist da mit euch los? Euch habe ich jetzt gar nicht gerecht. Da ist doch normalerweise die Dingsfresse hier. Ich muss mal wieder los. Ich muss mal wieder weg. Da ist normalerweise der Käfigkopf-Typ. Locken wir alle hier hin. Wenn sie denn kämen. Wenn sie denn kämen! Sie kommen nicht. Jetzt habe ich sie ein bisschen vorgerückt. Boah, ich komme nicht durch. Ist das Absicht? Ist das Absicht? Oh, ist das übel, Freunde der spielenden Zunft, ey. Alter Verwalter. Ja, nice. Ich glaube, das ist auch erstmal ein rühmlicher Abschluss. Ganz bisschen habe ich noch. Das nervt der PlayStation Plus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch seht. Ich bin andauernd jetzt aufgefordert, hier... jetzt seht ihr es nochmal. Ich bin wirklich am Anfang und habe, wie ich eingestellt habe, nee, ich habe nicht alle Items verloren. Nicht alle, ne? Nee, Anhänger, aber die, nee, habe ich noch. Okay, die Items behalte ich. Alles klar. Wie viel Zeit habe ich noch? 43. Ja gut, lass gut sein. Das soll auch... Weil jetzt müsste ich wieder den... Ah, oh, es ist... Irgendwo wird es auch langweilig, aber krass. Wieder Peter denn auch, ne? Alle da. Alle da. Krass, 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 Freunde der spielenden Zunft. Ja, das war mal Lords of the Fallen, der... Master of Fate oder wie heißt der Modus überhaupt? Ich glaube, der hat auch noch einen speziellen Namen. Wir halten fest. Die Leuchtfeuer sind massiv. Verkürzt. Die, ja, theoretisch können ja alle Zwischenmobs denn hier erscheinen schon, ne? Ja, doch, doch. Wobei, den einen hat es trotzdem auch schon im ersten Level gegeben. Ja klar, ist aber random. Kann alles kommen. Kann wirklich alles kommen. Sogar aus dem letzten Gebiet. Und die eklige Zauberin, ja, Zauberin ist ja nicht, Feuertroller da mit diesen, die auch eigentlich auch ein Zwischenboss ist, aber ein kleinerer. Auf dem Weg da in die verbrannte Stadt, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Die ist auch schon hier erschienen. Ja, geiler Modus für Leute, die mal Bock haben, sich da rein zu trainieren. Gänsehaut pur. Lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht sollte man ein paar Mods erstmal wieder deaktivieren. Achso, was ihr vielleicht fragen könntet, ist, kann man die Mods, während man spielt, denn noch deaktivieren? Da steht das, Spielmodifikation. Ihr könnt scheinbar... auswählen? Nee. Kann ich nicht.
Ihr müsst das am Anfang einstellen. Ja, für einen Iron Man hat es nicht gereicht. Gescheitert am Schwimmen. Joggen war nicht das Problem. Was haben wir noch beim Iron Man? Fahrradfahren auch nicht. Ich war im Fluchtmodus. Ja, der nervt hier aber noch fast am meisten. Der gewaltige Überreste-Zerfall. Ja, Freunde der spielenden Zunft. Das wäre überhaupt mal eine Challenge. Wo ist Jack from Soft, wenn man ihn mal hier braucht? Ich habe ja auch ein paar Gucker, die auch Jack from Soft schauen. Spitzt ihn mal an. Vielleicht kann er doch noch mal was dem Spiel abgewinnen. Kann er da mal eine Challenge machen? Weil mittlerweile spielt sich das, glaube ich, auch ganz gut. Habe ich gehört. Wobei ich habe, wie gesagt, nur vor kurzem was reingestellt. Early OP. Und da ist es halt nicht so auffällig, ob die Patches wirklich in Gänze was gebracht haben. Ja, falls ihr das hört, Jack from Soft, Gucker und irgendwie ein paar Dudes vom Fanclub dabei sind, vielleicht könnt ihr ja nochmal dafür gewinnen. Da wäre ich dabei. Auf jeden Fall, ich bin auch wieder in Deutschland. Ich hätte auch gerne einen Elden Ring Run mitgemacht. Das wäre richtig fett gewesen. Die Challenge. Ich weiß gar nicht, hätte man da als Zauberer spielen dürfen? Dann hätte ich, glaube ich, richtig gute Chancen gehabt. Da hätte ich eine gute Route, aber ich weiß nicht, wie das die Regeln waren in diesem No-Death-Run quasi und Punkte. Ist doch beachtlich, was die Dudes da erspielt haben. Manche echt. Das waren echt viele Punkte teilweise, ne? Über 400 Punkte sind da, oder 600 der Beste. Das ist schon krass. Alle Achtung. Ja, das wär's jetzt. Bye, bye und auf Wiedersehen.